Ich sage ja immer, Augen auf bei der Berufswahl. Und ich darf heute an einem Workshop teilnehmen, den wir zusammen mit der Firma Samsung machen, um den mich mein Zweitältester tierisch beneidet. Es geht um 360-Grad-Videos. Sehr cool. Und was besonders praktisch ist, der Workshop findet in diesem Glassteg da im 14. Stock statt. Und das ist genau gegenüber von meinem Büro. Das heißt also, ich habe es überhaupt nicht weit. Wie praktisch. Warum ist 360 Grad das nächste große Ding? Ja, ich glaube, die Menschen sind, seit sie auch mobil unterwegs sind und mitbekommen, was auf der Welt passiert, interessiert wirklich den kompletten Überblick zu haben. Also Beispiel, als in Nepal das Erdbeben war, gab es Leute, die 360 gedreht haben und du konntest dich halt umgucken und das Ausmaß dieser Katastrophe wirklich wahrnehmen. Und was brauche ich dazu? Ist das jetzt nur für große Hollywood-Studios oder kann ich das auch als in Anführungsstrichen Otto-Normalverbraucher machen? Genau, es gibt zum Beispiel hier von Samsung so einen Eyeball, nenne ich den, eine 360-Kamera. Die hat zwei Linsen, wie man schon sieht, also zwei Augen im Prinzip. Und die würde, wenn ich die jetzt so aufstelle, uns beide filmen, also dich und mich. Und dann gäbe es hier irgendwo so eine Kante, die man im besten Fall aber gar nicht sieht. Und das Ganze kannst du mit einer App auf dem Telefon, mache ich mal gerade an, kannst du die dann, ich habe hier vorhin im Zug was aufgenommen beispielsweise, mal ein bisschen ausprobiert, rumgespielt. Hier siehst du das eine Fenster, das war jetzt die eine Linse und hier siehst du mich und das andere und das Ding steht auf dem Tisch, man sieht das selber eigentlich gar nicht. Und im Grunde genommen ist es also ja schon Konsumer, in der Konsumerwelt angekommen. Wie kann ich es dann meinen Freunden, meiner Familie zeigen, was ich da so aufgenommen habe? Genau, das sind MP4s, also kleine Videos. Die kann ich zum Beispiel jetzt, könnte ich die also senden als Video oder komprimiertes Video und bei YouTube reinstellen, 360 oder bei Facebook. Aber ich kann das Ganze mal sharen in Social Media, im Blog oder auch in der Gear. Das ist hier diese, zeige ich auch mal, diese Brille. Da schiebt man dann das Telefon rein, muss vorher noch einen Knopf drücken oder dem sagen, macht es in so eine doppelte Bildschirmansicht. Dann habe ich halt fürs rechte und linke Auge ein Bild und zusammen setzt das Hirn dann in mehr oder weniger dreidimensional oder stereoskopisch wirkendes Bild oder diesen 360 eben. Und was ist der Unterschied zwischen dem Gucken am Handy und dem Gucken auf der Brille? Also auf der Gear, auf der Brille ist es einfach nochmal stärker der Eindruck, weil ich da wirklich die Welt um mich drum auch vergesse. Wenn ich so ein Handy so halte oder ein Tablet, dann kann ich immer noch den Raum so mehr oder weniger erfassen. Ich höre noch die Geräusche. Wenn ich aber so eine Brille auf habe und Kopfhörer, dann tauche ich wirklich in diesen Touchpoint, in diese Situation ein, die ich da gerade, ob es jetzt Surfen ist oder auch irgendwas anderes, ein Staatsbesuch oder so, dann bin ich wirklich in erster Reihe mit dabei. Das weiß man gleich hat und den natürlich. Wie schätzt du jetzt die Chancen von so 360 Grad ein? Ich glaube ziemlich gut, weil also es ist noch ziemlich unbekannt, aber ich glaube, dass sich das schnell entwickeln wird, dass es fast jeder, also wahrscheinlich wie die Fotos, Handy, dass es am Anfang so, oh nee, ich möchte nicht. Aber ich glaube schon, dass es sich schnell entwickeln wird, dass jeder dann die Kamera haben möchte. Und für deine eigene Arbeit, hast du schon irgendwelche Anwendungsszenarien, die du dir vorstellen kannst? Sag mal, das richtig cool ist es ja eigentlich erst, wenn deine Umgebung auch cool ist. Weil eben nicht nur den Fokus. Also man könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es auch Messen ganz schön ist, wenn man zum Beispiel den Messestand zeigen möchte, kann man damit rumlaufen und so ein bisschen was erzählen. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Oder auch für Vlogger, also die dann irgendwo hingehen und davon berichten von ihrem Tag, das ist vielleicht auch ganz nice.
interessiere mich für das Thema eigentlich dadurch, dass ich eine recht abgefahrene Idee habe. Ich würde gerne die 360-Grad-Aufnahmen einsetzen, um Luftaufnahmen zu machen mit einer Drohne. Das heißt, ich hänge diese Kamera unter eine Drohne und dann einfach mal gucken, was passiert und den Leuten dieses Erlebnis aus der Höhe in vollem Umblick zu bringen. Weil schon allein dieses, es geht hoch, ist ein Erlebnis für die Leute. Und wenn ich jetzt sage, okay, und jetzt guck mal rechts und links, wird es wahrscheinlich noch größer werden. Und war auch eine super Zum Abschluss des Workshops datteln jetzt alle noch so ein bisschen rum und probieren diese Kamera aus, diese 360-Grad-Kamera. Und da lässt sich echt viel mitmachen. Also ab sofort nie mehr ohne Ball. Ach, zum Schluss noch eins. Ich wollte euch unser Treppenhaus zeigen. Vorsicht allerdings nur für Schwindelfreie. Stockwerk, das kann man auch gehen.